ja, zwar Aussichten auch auf den Sieg hätte. Also hätte, muss man schon sagen. Er muss gucken, dass er da auf jeden Fall heute Boden gut macht. Er muss ziemlich weit nach vorne fahren. Sonst ist auf der einen Seite Phil Hill weg. Und auf der anderen Seite seit Firas Tayo auch ganz schnell da. Denn der hat nur einen Punkt Rückstand auf Rang 3. Also Phil Hill, ja, befindet sich so ein bisschen im Sandwich. Muss gucken, dass er auf jeden Fall möglichst viele Punkte reißt heute, damit er da noch eine Chance hat. Und muss es Phil Hill da ein bisschen schwer machen. Ja, auf der anderen Seite natürlich auch seit Firas Tayo im Zugzwang. Momentan hartelt, aber gut unterwegs mit der schnellsten Zeit des Feldes. 49,727 vor Mesh mit 49,732. Und Hill mit 49,939. Allerdings verschiebt sich jetzt eins nach hinten, denn seit Firas Tayo übernimmt die Pole Position, die kurzzeitige Pole Position in diesem Zeittraining mit 49,636. Also derjenige, der am schnellsten ist, ist nicht mehr Hartelt. Das ist jetzt seit Firas Tayo mit der Nummer 18 und 49,636 die Zeit, die ihr hier für eine Runde hier in der Motorsportarena Stefan Bellof braucht. 5 Minuten verbleiben noch. Und auch das dürfte später im Rennen ja äußerst spannend werden, meine Damen und Herren. Schalten Sie ein, seien Sie mit am Start. Ich hoffe es doch sehr, denn die Rock Junioren haben wir im Rennen, und zwar das erste Rennen, um 14.10 Uhr. Also, das können Sie sich gleich mal vormerken, 14.10 Uhr die Rock Junioren heute Nachmittag zum ersten Rennen. Und Sie kriegen es schon mit, die Qualität der Fahrer ist vom Niveau her recht gleich. Klar gibt es mal einer, der besser ist, einer schlechter, aber das macht es eben auch so spannend. Gerade im Rock Cup sind doch sehr viele sehr identisch unterwegs und da ist bis zum Schluss eigentlich gar nichts sicher. Und das macht es, wie gesagt, eben so spannend für die Fahrer und auch für die Zuschauer. Also auch hier dürfen wir natürlich gespannt sein, wie es sich verhält. Phil Hill hat eine gute Ausgangsposition, um die Meisterschaft zu gewinnen. Wie es sich zuträgt, sehen wir später. Ja, Tim Hartelt meldet sich zurück, übernimmt die Führung wieder hier bei den Rock Junioren mit 49,602. Und damit ist über 2 Zehntel, naja, nicht ganz 2 Zehntel schneller, was sich aber jetzt schon wieder geändert hat. Jetzt legt Tim Hartelt wieder nach, 49,583, somit ist er also 500stel vor seit Firas Tayo. Das ist nicht allzu viel, also machbar für seit Firas Tayo, der noch 2,5 Minuten ungefähr hat. Da muss er sich auf jeden Fall ranhalten. Die Reihenfolge lautet demnach wie folgt: Hartelt vor Tayo auf der 2, Mesht auf der 3, Hill 4, Teichmann 5, Kopiz 6, Guckeisen auf der 7, Gnad auf der 8 und Spindler momentan, ja, Schlusslicht mit der 9. Startposition hier bei den Rock GP Junioren. So, gelbe Flaggen hier im Zeittraining jetzt im Infield. Für Sie im Livestream gerade nicht zu erkennen. Also ein Kart auf Abwägen. In dem Fall sehe ich die 31, das ist Nico Gnad, der momentan auf der 8. Position in diesem Zeittraining liegt, hat sich da verabschiedet. Was genau passiert ist, habe ich nicht gesehen. Die gelbe Flagge ist nicht mehr da. Das
heißt also, Gefahrenstelle beseitigt, nichts Schlimmeres passiert. Nico Gnatt fährt sogar und es sieht auch nicht so aus, als hätte er einen Schaden davongetragen am Kart. Also er nach wie vor unterwegs. Das darf ihm im Rennen nicht passieren, im Zeittraining. Wenn er gute Zeiten hat, kann er das machen. Ja, muss man nicht, aber wie gesagt, im Rennen sollte er dann doch schon ein bisschen mehr aufpassen. Interessant wird heute auch natürlich diese Regel mit den klappbaren Frontspoilern, die es ja seit einiger Zeit gibt, die auch schon für hitzige Diskussionen gesorgt haben in der Motorsportszene. Kurz zur Erklärung, wir haben bei jedem Kart vorne diesen Frontspoiler, der ausklappbar ist, beziehungsweise der sich aushängt, wenn man zu schnell einem drauf fährt. Es gibt einen gewissen, ich weiß jetzt nicht genau, wie viel Kilometer Unterschied dieser Impact haben muss, bis dieser Frontspoiler ausklappt. Auf jeden Fall soll das verhindern, dass jetzt die Piloten wie beim Autoscooter unterwegs sind, den anderen irgendwie von der Strecke schieben. Also wenn jetzt jemand einen drauf fährt, etwas fester, löst der Frontspoiler aus. Das gibt dann im Nachhinein, wird das kontrolliert und es gibt dann eine Zeitstrafe noch oben drauf. Das soll ein bisschen für gesitterteres Rennen sorgen, für ein bisschen fairere Rennen. Wobei man sagen muss, da gibt es auch einige, die sagen, ja gut, wenn jetzt einer fester bremst mit Absicht und ich fahre ihm drauf an der Stelle, wo es eigentlich gar keinen Sinn macht, dann löst mein Frontspoiler auch aus. Im Nachhinein lässt sich das aber nur schwer nachvollziehen. Und das ist natürlich der Punkt, der dann auch für viele wiederum bedeutet hat, dass eigentlich völliger Quatsch ist mit diesen klappernden Frontspoilern. Letztendlich muss es jeder selber wissen. Ich glaube aber, dass es teilweise schon zu einer Entschärfung geführt hat, wobei man auch sagen muss, so ein bisschen Kontakt, ja, ist eben auch Motorsport. Aber das muss, wie gesagt, jeder selber wissen. Aber diese klappernden Frontspoiler sind eben auch Bestandteil bei den ACV Kart Nationals. Das Zeittraining ist vorüber. Hier bei den Rockern, die Junioren des Rock Cups. Auf der Pole Position stehen wird im ersten Rennen Tim Hartelt mit einer Zeit von 49,583. Hat er es geschafft auf die 1 vor Seidfieres Tayo 49,636 auf der 2. Mesh wird von 3 aus starten, die zweite Startreihe mit 49,732 neben Hill 49,767. Er wird von der 4 aus starten. Teichmann auf der 5, Kopit 6, Guckeisen 7, vor Knall auf der 8, der hier so einen kleinen Ausflug hatte. Und Spindler auf der 9. Sie sehen es eingeblendet im Livestream. Das letzte Kart ist gleich von der Strecke und dann wird es gleich nochmal richtig ernst. Nochmal ist gut, ja. Es wird gleich richtig ernst, denn wir haben gleich das erste Rennen und zwar der Bambini-Klasse, der Rotax Micro und der Rock Minis. 9 Minuten Rennen plus die obligatorische Runde noch. Also die letzte Runde, die dann angezeigt wird. Bambini, Water Swift, Rotax Micro und Rock Mini jetzt gleich im Anschluss. Das erste Rennen. Ja, bleiben Sie dran.